Herzlich willkommen zurück zu Factorio. Boah, meine Folge fängt jetzt perfekt an mit Düm, Düm, Düm von der Kugelfeuerrate. Sehr gut. Ja, finde ich auch mit schön. Mit dem Drake und ihm dem Nicht-Drake. Dem Nicht-Drake. Bin ich jetzt nur noch der Nicht-Drake, oder so? Nicht der Drake, nicht der nicht Drake. Der Drake, nicht der Drake. Akkus. Deines Zeichens, der Manticore. Wenn das schon nicht selber sagt. Ich hätte schon noch irgendwas gesagt. Ja, wenn man so famous wie du, muss man es eigentlich auch nicht mehr erwähnen. Also. Ja, eben. Es ist schon manchmal ist es schon hart, ich zu sein. Ja, warte mal ganz kurz. Würde ich so unterschreiben. Lagerkisten am besten für die Akkus, oder? Ja, alles immer in passive Anbieterkisten. Weil dann kann man es sich halt bringen lassen. Und außerdem verstehen das dann auch die Bauroboter. Ah, okay. Lagerkisten haben das Problem, dass du es dir da nicht bringen lassen kannst. Vielleicht sollst du mal welche brauchen. Der einzige Unterschied zwischen einer Lager- und einer Anbieterkiste ist, dass es in der Lagerkiste tatsächlich nur lagert für das Bots-System. Aber du kannst dir nichts bringen lassen aus einer Lagerkiste. Deswegen sehe ich eigentlich überhaupt nicht ein, warum man nicht überall passive Anbieterkisten bauen sollte. Sowieso. Was haben wir denn aktuell so im System? Alter Schwede, 11.000 Holz. 2.700 rote Schaltkreise, 413 Solarmodule. Eine Spitzhacke. Yay. Ah, herrlich. Eine Spitzhacke. 2.100 Motoren und 5.000 Stahl. Da geht gut was durch. Ich sehe meine Befürchtung. Ja, die Eisenplatten reichen hier unten nicht. Das habe ich auch schon fast befürchtet. Bei mir reichen hier oben für die Dinge die Batterien nicht. Ach. Ich habe keine Teiler mehr. Ah, ich habe hier auch vor Ewigkeiten mal diese Modulstation gebaut, weil ich mal testen wollte, was die hier so abpusht. Aber außer, dass sie extrem groß ist, könnte man die quasi mal hier so hinstellen. Und dann hier... Jetzt mache ich mal was ganz Beklopptes. Was macht denn eigentlich ein Produktivitätsmodul? Erhöht die Produktivität der Maschine. Minus 15% Herstellungsgeschwindigkeit, aber plus 4% Produktivität? Hä? Verstehe ich auch nicht. Wenn ich ein Eisen raushole, bringe ich doch nicht 1,4 Eisen. Das muss ich wohl nochmal nachgoogeln irgendwann. Nachgoogeln? Mhm. Interessantes Wort. Ich habe doch hier noch... Genau. Ich habe hier noch das. Ich habe hier noch das. Das habe ich. Dann brauche ich aktive Anforderungskisten brauche ich 2 Stück. So. Schotteromasten. Krieg ich das hier mal irgendwie halbwegs sinnvoll hingebaut? Ja, hat gepasst. Oh, das wird ein fieses Konstrukt, aber ich denke, das wird cool. Es wird fies, aber cool. Ich brauche jetzt hier noch mehr Eisenplatten und dann denke ich, funktioniert das auch. Hier sind ja schon mal ein paar angekommen. Ja. Und hier habe ich ja beschränkt auf eine Reihe. Gut, damit bin ich jetzt auch das erste Mal in der Verzückung, mir hier regelmäßig was bringen zu lassen. Und zwar, wie viele mittleren Strommasten kann denn der so stapeln? 50 nehme ich an, weil er damit angefangen hat. Möglich. Strommasten. 48 habe ich direkt. Das ist sehr gut. Damit mir die erstmal nicht wieder ausgehen. Die Kleinstrommasten baue ich dann gar nicht mehr. So, und dann bringen wir hier Eisenplatten. Fieses Konstrukt. Okay, Jungs, dann machen wir folgendes. Der macht jetzt hier... 1, 2, 3. Diese, der macht... Eisenplatten. Ach nee, halt. Hier läuft. Hier läuft. Dann mal das hier runter.
Und ihr könnt nach hier ausgeben. Ihr könnt nach hier ausgeben. Gut, dann schon wieder. Damit. Schnelle Greifarme und dann nochmal ein paar von den normalen, von den langen, so rum. Rein, 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 raus, 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 rein, rein, ups, rein, nein, rein, raus, raus, raus. Und der beliefert hier natürlich nicht zweiseitig, was mich äußerst unglücklich macht. Irgendwie sieht durch diese Nachtsichtgerät schaut alles ein bisschen strange aus. Wieso zur Hölle? Er macht nicht ganz das, was ich von ihm verlangt hätte. Wieso zur Hölle fliegen jetzt? Wo fliegen die denn hin? Seid ihr denn total bescheuert? Hast du irgendeine Anfragekiste, die aktiv Kupfer anfragt bis zum geht nicht mehr? Kupfer? Nein. Kupferplatten. Weil ich habe hier eine Anbieterkiste, von der ich hoffte, dass sie ihr Zeug da nach oben befördern würde. So, jetzt hole ich hier noch sechsfache Menge an Stahlplatten. Jetzt muss es doch langsam erreichen. Stapelt sie es ja schon. Ich finde toll, wie das. Guckt euch das an bei mir links. Oben liegt immer eine, der zweite liegt sie genau dahinter und der dritte liegt sie genau dahinter. Sie kommen immer schön im Dreierpack. Wie automatisiert. Nicht? Oh. War das gerade ein schlechter Automatisierungswitz? Ja, der war schon. Er war schon schlecht. Er war so schlecht. Ich würde mich dafür entschuldigen, aber ich muss ja mein Niveau halten. So, jetzt wollte ich mal hier die Dinger reinpushen. Verteilt er das hier auf allem Umkreis, auf die Minen und auch auf die Stahlarbeiter. Ich habe jetzt ein geiles Konstrukt gebaut. Das müsstest du dir fast mal angucken. Diese Modulstationen sind schon geil, aber die muss man halt ganz komisch positionieren. Damit habe ich jetzt nämlich meinen Output an Batterien verdoppelt. Ich kann leider meinen Output an Eisen schon wieder nicht halten. Oh. Wie viel Eisen ich hier verknusper, das geht gar nicht. Nicht nur du. Ich forsch gerade deine MG so hoch in alle Richtungen, ey. Ich befürchte aber, dass ich hier nicht genügend Eisen herbekomme. Also auch bei mir das gleiche Problem wie bei dir, nicht genug Eisen. Okay, so. Nochmal drei Eisenminen dran. Kommen wir doch bald wieder ans Strom. Maximal, Minimum hier. Ich habe jetzt die Überlegung, dass ach, die legen das schön wieder in so Fünferblöcken. Das ist einfach geil. Das ist so funktioniert. Eins, zwei, drei. Der schiebt eins davor. Vier, der schiebt eins davor. Fünf und der schiebt eins dahinter dran. Sechs. Okay, jetzt habe ich hier nochmal mehr Eisen durchgeschoben. Meine Lichtbogenöfen sind nicht mehr stark. Und ja, dieser Teiler tut genau, was er soll. Er füllt beide Bänder auf beiden Seiten maximal aus. Okay, jetzt kommt hier unten immer schön im Wechsel. Jetzt kam bloß noch ein Kupfer durch. Wieder bloß noch ein Eisen. Ich brauche mehr Eisen hier unten. Es reicht also nicht. Es tut mir leid. Es reicht halt einfach nicht. Es ist nicht suffizient. Nee, leider nicht. Bist du da nicht so ein bisschen beeindruckt von meinem Wortschatz? Sei endlich beeindruckt von meinem Wortschatz. Nein. Doch. Nein, doch. Niemals. Niemals. Okay, Teilerfließband. Baller hier rein. Jetzt hab ich halt nochmal zwei Eisenlinien dran gestopft, ey, damit das hier endlich mal dann ausreicht. Damit kommen hier Stahlplatten durch. Was macht mein Handy? Ist egal. Es macht Dinge. Es ist ein Riesenorganismus. Nur um einen großen Strommast, einen kleinen Strommast und Umspannwerke zu produzieren. Dafür existiert ja einfach ein riesiger Organismus.
Haufen. Es ist halt, ich krieg halt jetzt, denke ich, genug Stahlplatten durch, aber leider immer noch nicht genügend Stahl. Das ist echt. Jetzt müsste ich hier echt so einen großen Strommast abreißen. Aber das hat, denke ich, ein anderes Problem, nämlich das Fehlen der roten Fließbänder. Das ist jetzt der nächste Schritt. Irgendwann ist vorne die Kiste mit den mittlersten Strommasten voll und dann. Dann wird's besser, wird alles besser. Ja, die ist schon so gut wie voll. Und dann produziert die automatisch nur noch große. Ist natürlich nicht hübsch, aber. Hey, kennst du diesen Spruch irgendwo her? City Skylines? Ja, dein Lieblingsspruch? Ist zwar nicht schön, aber es geht. Ja, es geht. City Skylines. Wer auch immer mal sehen möchte, wie man es nicht macht, schaut mein City Skylines Let's Play. Jetzt how not to do. Rote Krabbelärmchen habe ich keine mehr. Krabbelärmchen? Was machen die denn? Krabbeln. Eben. Nein, ich wollte keinen großen, ich will mittelgroßen. So, hier. Mittelgroß gibt er sich wieder zufrieden. Scheiße. Totale Scheiße. Meine Stahlproduktion mehr. Nein. Mist. So will ich das nicht. Mache ich das mal wie folgt, und zwar. Na, wo war denn jetzt das Klump hier? Hier. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Wenn ich jetzt mal fies raustappe, läuft das Spiel doch weiter. Ja. Ja, aber es kann sein, dass es im Hintergrund dann nicht mehr sauber weitermacht. Also die Aufnahme nicht mehr sauber läuft. Doch, das sieht ganz gut aus, weil ich im Fenstermodus spiele. Ich schaue nämlich nebenbei mal ganz kurz drin, was machen eigentlich Produktivitätsmodule? Ja, okay. Also, if you want more, also ja, wenn man also mehr Produktion pro Sekunde haben will, ein Speed-Modul. Wenn man mehr Produktion pro Strom wahrscheinlich, oder? Im Verhältnis Input-Ressource haben möchte, das Produktivitätsmodul. Also das Produktivitätsmodul macht aus weniger Ressource mehr Endprodukt. Oh, das ist aber interessant. Ja, aber es sind 4%. Ich verstehe halt Pünktchen. Nicht, wie das berechnet wird. Bitte, geh vor den Bildschirm. Wenn ich einen Schaltkreis herstelle, stelle ich doch da nicht 1,4 Schaltkreise her. Oder macht ja, er das dann so, dass das er bei jedem dritten Schaltkreis ja, genau. einen extra rausschiebt? Komm her, dicker Kater. Ich kann dich jetzt irgendwie nirgendwo ablegen, weil du zu groß bist. So, komm her. Knuddel. Ne, großer. Ich kann jetzt gerade echt nichts machen. Ich habe beide Arme voll mit Kater. Und der ist sich irgendwie nicht so ganz im Klaren, was er mit seinem Leben gerade machen soll. Und könnte das hier so hinbauen? Eigentlich am besten irgendwo hier so hin. Karte abgelegt. Nun gut, jetzt habe ich ein anderes Problem. Wie kriege ich das hier? So. Hier so würde ich halt. Es geht halt leider nicht so effizient, wie ich mir das dachte. Wann geht es das schon? Ich muss es eh mit 2 machen. Ich schieb hier mal 2 Speed-Module rein und hier auch 2 Speed-Module. So. Oh, das zählt dann für die tatsächlich doppelt. Sehr gut. Fix, dieses blöde Modul soll. Dieses blöde Schiebeband soll aufhören, mich rumzuschieben. Bietet jetzt hier das Eisen, das Kupfer ein bisschen mehr durch als hier. Oder hier. Der auch betroffen war, logischerweise. Ich mache hier gerade die geilsten. Glaub mir, das sind mit die geilsten Fließbandkonstrukte, die du in deinem Leben gesehen hast. Scheint zu funktionieren. Wir sind übrigens tatsächlich schon wieder so weit, dass der Strom nicht reicht. Ach nee, oder? Doch. Ich kann ja mal anfangen, irgendwo Solarfelder schon mal hinzubauen, dass die wir jetzt tagsüber unterstützen. Das wäre ziemlich cool, ja. Weil wir haben. Doch, das eine oder. Ich fange einfach mal damit hier oben links an. Irgendwas sagt gerade, dass wir jetzt tatsächlich genügend hier haben. Nee. Achso, ich bin eins nach oben. Falls du Akkus brauchst, wir haben in der passiven Anbieterkiste schon über 150 Stück.
Na, ein paar Akkus, Ich würde sagen, Akkus away! Das macht er nicht automatisch. Oder anders als baller sie raus, die Mistdinge. Ja, wir haben schon wieder 100 Logistikroboter gebaut in der Zeit, aber wir haben keine Bauroboter, glaube ich. Keine zusätzlichen. Wir müssten diese mit dem Bauroboter mal. Ja, die müssten halt eigentlich mal einen Angriff nehmen. Gerade jetzt, wo ich so viel Kram hier automatisiere. Achso, die stellen natürlich jetzt fest, dass sie hier oben nicht hinkommen. Und ich lasse mir leider noch keine Roboterhanger bringen. Und hab natürlich hier oben, bin ich auch nicht im Roboternetz. Und ach, es ist doch alles ein. Da unten läuft noch nicht genügend Zeug durch. Das merke ich gerade. Das läuft jetzt zum Glück, da unten habe ich gerade gemerkt. Was brauche ich für Lichtbogenöfen? Ziegelsteine. Das passt hier. Fucking Ziegelsteine. Umspannwerke haben wir doch noch nicht eins, oder? Doch, zwei Umspannwerke sind schon drin. Aber jetzt dann auch gleich die mittlere Produktion von Strommasten mal nicht so viel anfordern vielleicht, damit die mal ein bisschen vollläuft. Ich brauche hier oben noch mehr Stahl. Ich fordere gerade überhaupt keine Ahnung, von daher. Von mir kommt's. Ich brauche hier oben noch mehr Stahl. Ich weiß halt aber nicht, wie ich das jetzt noch machen soll. Jetzt habe ich ja schon alles getan. Nein, Dampfmaschinen wollte ich nicht. Ich wollte zwei Lichtbogenöfen. Ja, ist gleich voll die Kiste. Ist halt schon lächerlich, dass in einen so ein Roboter halt einfach ein Roboter-Hangar reinpasst. Das ist halt ja. Ah, schön. Ja, nice. Spielelogik. Frisst jetzt keine Stahldinger mehr. Jetzt frisst nur nach hinten die schwere Stahl, die große, und jetzt läuft es dann auch durch zu den Umspannwerken. Weil die brauche ich nämlich für meine fiesen deine Planungen. Fiese Planungen gleich. Mhm. Mal gucken, wie unser Netz hier ausgebaut ist. Huch. Hoppa. Nee, noch nicht ganz. Na, noch nicht ganz. Ich stehe jetzt genau im Weg, oder was? Ist da tatsächlich ein Baum drunter? Okay, wir haben schon wieder zu wenig Lichtbogenöfen. Na, wo ist denn hier mal das hin? Zu wenig Strom. Baust du schon Strom nach, oder? Ich habe zumindest Solarmodulfelder schon in Auftrag gegeben. Okay. Wir haben aber keine Bauroboter, die das machen können. Fällt dir was auf? Ja, ein paar haben wir ja. Wird halt schon eine Weile brauchen, dessen bin ich mir bewusst, aber... Die sind halt leider nicht genauso breit wie in diesem. Ich habe nicht zufällig große Strommasten bei, doch einen. Den hier. Wenn wir selber setzen. Damit kriegt der hier oben Strom. Was ich jetzt nochmal nebenher checken muss, ist, ich verbrauche jetzt hier oben mit 6 Batteriefabriken Schwefelsäure. Die Frage ist, ob ich jetzt noch genügend Schwefel hier an den Mann und an die Frau bekomme. Wahrscheinlich nicht. Also spätestens dann, wenn du Schwefel an den Mann oder den Frau bekommst, wirst du wahrscheinlich verknackt werden. Möglich. Also ich habe das Gefühl, Schwefelsäure ist im Sinken. Ganz leicht. Solange wie es nicht anfängt zu singen. Sinken, nicht singen. Ich meine ja, solange wie sie nicht anfängt zu singen. Alter Schwede, ja okay, ich weiß auch warum wir hier nicht genügend, also die Produktion von Schwefel wäre problemlos möglich. Kater, ja, ich hab dich lieb. Hör mal auf im Hintergrund zu singen. Aber... Ja, er singt sehr gerne, ja, ich weiß, das macht er gerne und auch sehr gut, muss man sagen. Er kommt da durchaus nach dem Papa, also dem Adoptivpapa. Mhm. Und ja, ich gehöre zu den Menschen, die ihre Katzen als Adoptivkinder sehen. Da hätte ich doch fast was missklickt. Aber alles okay. Da sind tatsächlich schon random 4 Solarmodule gebaut worden. Yeah, cool.
Ich wollte ja gerade sagen, ich glaube, ich schnappe mir jetzt einfach mal ein paar Flugsteller. Ich glaube, davon sind einfach nicht genug übrig. Könnte ich denn per Hand einfach mal einen Satz Bauroboter nachbauen? Wieso kommt denn hier unten eigentlich so wenig Eisen an? Ah, weil Nein, wir das dreimal aufsplitten. Shit fehlt an allen Enden. Shit fehlt ja. Mhm. Wir haben hier ein Eisenreservoir, ein kleines ausgeschöpft. Das ist immer schlecht, weil man es jetzt gerade aktuell so schwer nachliefern kann. Ja, das ist das hauptsächliche Problem daran. Ups, ich hänge hier. Ah, hier hänge ich auch. Meine Güte. Offensichtlich hänge ich gerade. Ja, ich glaube, ich hänge gerade sehr viel. Kampfanzug. Ah, der braucht ja Alien-Artefakte. Kugelfeuerrate forscht auch ziemlich fleißig. Oh, wir haben schon mehr als nur dieses eine. Mehr als nur diesen einen Bereich mit Eisen abgebaut. Ah, wir haben hier oben aber noch voll viel. Ich erhöhe hier mal den Output. Hier liegen halt schon Logistikroboter in der Kiste, ey. Weil er gar nicht mehr hinterherkommt mit. Ich schnapp mir jetzt einfach mal hier die ganze Riege Roboter, die hier drin sind. Ja. Also Logistikroboter haben wir eigentlich eine ganze Menge. Ich kann leider nicht einfach umstellen, weil die Logistikroboter was anderes benötigen. Es kommen halt einfach auch keine Fluggestelle durch. Es gibt hier einfach zu wenig Fluggestelle. Punkt, aus, Ende. Möchte ich gar nicht bestreiten. Deswegen hatte ich ja gesagt, das sollten wir vielleicht mit den Flugrobotern mal. Das liegt nicht mal an den roten Motorbestandteilen, an denen liegt es einfach gar nicht. Nee, wir brauchen einfach mehr Flugrobotergestellproduktionen. Das ist alles. Also alles hört sich jetzt natürlich so nach nix an, gell? Aber. Jetzt mal schauen, ob die hier. Da müsste jetzt der Throughput etwas erhöht werden insgesamt. Das ist also für diese roten Motoren geht das da lang. Rote Motoren haben wir jetzt aber auch echt eine ganze Menge in Produktion. Und wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ja. Und das Problem ist aber, dass ich jetzt eigentlich tatsächlich nur rote Motoren und Batterien brauche. Zack. Und hier bestimmt. Und dann kann ich hier zumindest kurz unterstützen und 26 Bauroboter in Auftrag geben. Das dauert zwar eine halbe Ewigkeit, aber da müssen wir dann jetzt mal durch. Die Forschung starte ich noch fix. Schrotpatronenfeuerrate. Dann laufe ich noch hier hoch. Und effizient gesehen müsste man einfach nochmal irgendwo eine zweite Produktionsstrecke aufbauen, aber das ist dann eine doch etwas größere Produktionsstrecke, die werden wir mit aktuellen Rohstoffen, denke ich, nicht mehr hinkriegen. Meinst du? Ja, na, doch, könnte sein. Ich befürchte es sogar. Aber. Unten fehlt es schon wieder an Kupferplatten, was aber eher am Strommangel zu messen ist. Ja. Ja, ich guck mal, dass ich irgendwie aktiv den Bau hier oben unterstütze. Schaffen das einfach nicht. Ja, das war's aber auch schon wieder. Viel Spaß bei Wo ist nächste Folge? Danke, das hast zugeschaut. Machst du gut. Tschüssi.